Ein Nether ohne irgendwelche Blöcke sieht ja krank aus. Sieht aus wie irgend so ein Puff. Ja, wollte ich gerade sagen. Der Panik kennt sich aus. Total, ja. So. Wunderbar. Jetzt, wie gesagt, jetzt brauchen wir nur noch Fackeln hier, weil sonst wird es ganz schön ein bisschen hier zu gefährlich. Okay, ist gut. Dann haben wir noch einen Rest. Ah, die Zombie-Picks, die spawnen auch auf Cobblestone. Ich glaube schon, ja. Weil was soll man sonst machen? Ja. Das ist. So, die Decke habe ich gleich fertig hier. Das ist eine Decke. Dann können wir endlich hier in der Lagune baden. Endlich. Ein Traum wird wahr. Endlich. Ach, eine neue Melone. Also sollen wir jetzt gleich die Fenster schon machen? Also im Endeffekt, wenn wir 10 Kaktusgrün drin haben und noch über 10 Kakteen, dann ja. Wir haben 14 Kaktusgrün. Kakteen haben wir drin. Und 10 Kaktusgrün. Ja, dann. Wie viel braucht man nochmal für die Fenster? Da braucht man, glaube ich, 6 Stück. Haben wir das schon, oder? Ja, wir können nur, eigentlich müssen wir das schon haben. Da haben wir 3 Sand. Haben wir 3 Sand. Dann haben wir da noch oben 3 Sand und noch 1 Sand auf Vorrat haben wir. Okay, also dann verwenden wir die 6 Sand und wenn es so ist, dass wir hier, wie heißt's, wenn dann wirklich noch ein Notfall ist, dann können wir einen Kaktus anbauen. Ja. Okay, dann kannst du die 6 auf jeden Fall schon mal brennen. Gut, mache ich. Jetzt haben wir sogar noch 3 Kakteen mehr. Jetzt haben wir 17 Kakteen. Dann nehme ich noch die 3 von oben. Haben wir noch irgendwo. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Ich brenne jetzt einfach mal mit Holz. Oder haben wir noch irgendwo Kohle? Nee, haben wir keine mehr. Also wir müssen ja auch unbedingt Baum anbauen, weil wir haben jetzt, glaube ich, gar keine Bäume mehr gepflanzt. Das stimmt. Kannst du so gleich Ja, machen? mache ich gleich. Ich müsste ja auch noch Setzlinge dabei haben. Hui, das Wasser ist so schön warm. Und dann müssen wir einen Glasschein machen, ne? Genau. Das bin ich mal gespannt, ob hier Tintenfische kommen. Hoffentlich. Dann müssen wir noch tiefer bauen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich ab und zu sehe, in welchen Teichen die rumschwimmen. Ja. Okay, 6 Glas. Dann mache ich jetzt aus den 6 Glas Fensterscheiben. Und möchtest du das machen? Dann kannst du Ja, können wir ab. auch machen. Da haben wir es auch in der Kamera.
Moment hier.16 Glasscheiben. Ich werfe sie dir Juhu. wieder hin. Wo sind die? Ach Du da. darfst jetzt verbauen, wie du willst. Fenster, endlich haben wir Fenster, Panda. Ach, ich fühle mich so heimelig. Jetzt wird das Haus endlich zum richtigen Haus. Genau, jetzt können wir uns wohlfühlen. Nein. Gut, dass wir den Bausport abgeschlossen haben. Den Rest packe ich hier oben rein. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch noch mal so 10 Knochen. Gut, dann werde ich mich gleich dahin machen. Ein paar Leute klatschen. Paar Skelette, Zombies. Ach ja, ich wollte. Ja, bald ist aber keine Lösung. Nee, ist ja nicht, aber ein Anfang. Haben wir nicht mal oben immer die Bäume angebaut? Ja. Das waren noch Zeiten, Ah. Das waren Zeiten, nachdem wir das dann halt umfunktioniert haben, wurde leider jetzt mal raus. ja, das war einfach Rationalisierung, weißt du, staatliche Subventionierung und wir konnten da endlich die Gelder, dass wir hier. Ein Hochhaus Genau, inszenieren. ja. Plattenbau. Das waren Zeiten. Also, und seitdem der Staat nicht mehr so viel Geld gibt, auch Reaper. Creeper, Mann. Das ist ja mies. Der kommt da gar nicht weg. Aber ein Vorteil hat das ja. Ich kann jetzt einfach hingehen und da er nicht drüber geht, kann ich dann einfach mal in die Wand klatschen und zurückgehen. In die Wand klatschen. Worauf ist eigentlich das von Kacke? Ist trotzdem explodiert. Ja, ich hab's gesehen. Brauchen wir denn was eigentlich von denen? Also. Nee, das Einzige, was wir brauchen, sind eigentlich wirklich Knochen. Und Spinnen natürlich. Aber die Spinnen bringen ja da oben sowieso nichts. Also, wir könnten jetzt höchstens überlegen, ob wir das Ganze dicht machen. Das wäre eine Überlegung wert, weil wenn sie jetzt eh nicht mehr rausspringen, ist die Konstruktion eh hinfällig. Aber der Vorteil ist halt immer noch bei, du kannst noch rumlaufen und die kommen nicht zu nahe, wenn das keine Creeper sind, weil die ja nicht runterfallen wollen. Ja, wir können es ja lassen, wir können ja was Neues bauen. Oder auch machen. Ja, Pigments, kommen hier schnell. Wo? Drei Pigments sind gespawnt. Nennen wir Nether. Okay. Vier Pigments. Woo! Dann geht's jetzt voll ab, oder? Oh, warte, Ja. aber nee, warte, ich mache erst den Wassereimer weg, wenn ich nicht runterfalle. Halt sie bei Laune. Ich baue kurz eine, so eine Brücke von dahin nach Ja, zum solange Nether. du sie nicht angreifst, machen sie ja noch nichts. Ja. Ich baue da so eine Brücke, dann können wir die drauf locken. Und dort kann man die dann halt. Auch 5 Pigments, das werden immer mehr. Ja, die spawnen jetzt so richtig. Schön, schön, schön. Gut, diese Tun haben vermutlich auch die neue Mob-Intelligenz, fall nicht runter. Komm schnell. Ja, kein Stress hier. 6, 7, boah, das sind wie viele das sind. Das sind immer mehr. Ja, das Ding kommt sowieso so selten. Wie heißt es? Egal. Die Oh, da Gold. sind zu viele. Ja gut, das sind aber zu viele, um zu zählen. 1, 2, 3, 4. Zu viele zu Hast du zählen. schon einen Rand drumherum? Nee, aber nur um so eine Brücke. Moment, Dann kommt. welcher ist gerade ein Baum gewachsen? Den baue ich jetzt schon ab, damit wir wieder nur gleich effizient Ich sind. zähle 1, 2, okay. 13 Stück. Cool. Auf engstem Raum. Ich glaube, die schubsen sich ja schon gegenseitig runter. Oh, ich komme. Dö, dö, dö. 7, 8, 9, jetzt sind das nur noch 9. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Bereit? Warte mal, Guck ich mal. habe noch jede Menge Stein dabei, wir können hier noch zubauen. Mach. Ich kann dich jetzt ärgern, indem ich jetzt die angreife. Nee, lieber nicht. Das wäre nicht so gut. Ein goldenes Schwert würde ich auch schon gern haben. Tja,
Kannst du dir ja bauen, wenn wir die 5 Iron Gods haben. Das würde ich mir erlauben. Natürlich, also wenn wir die Challenge haben, dann kannst du ein Goldschwert haben von mir aus. Aber wenn du runterfällst, dann musst du halt mit der ewigen Scham leben, dass ich dich auslache. Ja, und das ist es mir wert. Also dann haben wir auf jeden Fall schon mal bewiesen, dass diese kleine Fläche vollkommen ausreicht. Ja, ich dachte, die müsste größer sein. Nee, ist doch in Ordnung so. Also weil dann können wir hier schon mal auf jeden Fall das dicht machen. Moment. Dann komm, komm, auf meine Richtung. Bereit? Ja. Yeah. Ja, ich hab, glaube ich, schon Gold, ja. Oder hast du Gold eingesammelt? Moment. Oh, nein, sorry, tot. Sorry, ich hab, glaube ich, auf dich geschlagen, scheiße. Ah, das ist nicht bei mir, ne? Nee, das ist bei mir. Verdammt. Egal. Ich stimme auch gleich, Moment. Komm, lass stecken. Wie viel Gold haben wir? 3. Ich glaube, ziemlich viel. Das ist auch gut. Gleich in die Kiste reinpacken. Boah, das sind schon wieder so viele. Ja? Ja. Die spawnen ja. Ich glaube, ich habe ganz kurz eine Gash gesehen. Gib Schwert. Moment, hier. Fehlpunkte Pande. Ja, definitiv. Gut, los geht's. Warte mal, greifen die an, ja. Wir dürfen. Oh. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Hast du viel? Ja, nee, alles Material, was man wieder kriegt. Ich bin auch tot. Verdammt. Also wir müssen hier definitiv eine Wand drumherum bauen. Auch, du hast auch kein wertvolles Material verloren. Nee, nicht wirklich. Also nur ein bisschen Holz und so, aber. Und eine Pickaxe hatte ich ja jetzt, haben wir unten noch und. Weißt du was? Lass doch einfach irgendwie so einen Zaun nur so ziehen, dass sie da nicht durchkommen und wir. Stimmt, ja. Vermögen. Zaun ist eine gute Idee. Ich baue einen. Einen habe ich hier für dich. Gut, ich baue schon 2. Lass ihn ruhig liegen. Man bekommt ja automatisch immer 2. Weil dann können wir die einfach immer vermöbeln. Richtig, da hast du recht. Aber wir müssen auch irgendwie reinkommen, ja? Ein Fensgate wäre cool. Ja. Ja, und dann baust du ein Fensgate? Ja, ich brauche erstmal Holz überhaupt. Also hier haben wir, hier, zack, und hier, zack, und jetzt beißt es auch schon aus. Hast du, Moment. Holz wirst du ja auch keins mehr haben, oder? Nee, nee. Ich glaube, im Nether ist noch ein bisschen. Nee, die 4 habe ich geholt. Oh, jetzt sind da im Moment keine gespawnt. Aber ich konnte uns ein Goldner noch sichern. Ja, dann her damit. In die Truhe habe ich ja getan. Super. Ja, ey, das ist ein Gast, schießt auf mich. Das ist Portal von. Verschwinde. Das Portal ausgeschossen. Ach, verdammt. So nicht, Mann. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Doch. Verdammt. Jetzt bin ich hier drin gefangen. Ja, jetzt musst du natürlich. Egal, ich schieß grad zurück. Und dann Glowstone kaputt gemacht. Oh, verdammt. Ja, Hauptsache. Und kann. Hauptsache, die Kiste geht nicht kaputt. Nee, nee. Soll ich dir das Portal anzünden oder. Ich schon, oder? Wäre nett. Der Freitod ist ja auch langweilig. Nun, nachher. Nein, wow. Ey, verdammt, ich habe nicht mal eine Spitzhacke. Okay, so, jetzt habe ich's. Tada. Gas, glaube ich, ja schon. Ich habe hier drin ein bisschen Holz und mit dem flick ich hier. Ich habe ein dezentes Problem, weil ich keine Cobblestone habe. Nein. Du musst eine Holzpickaxe machen. Ja, und dazu muss erstmal Holz irgendwo wachsen. Kacke. Verdammt. Bin ich hier drin gefangen? Ja, jetzt musst du dich selbst beschäftigen. Ja, ich kämpfe ja gerade mit dem Gas. Ich kann auch die Knochen verarbeiten zu Knochenmehl. Oder warte, wir müssen ja die Knochen nicht aufsparen. Also wir können ja alle mal verarbeiten. Also 27, die schreibe ich mir jetzt mal auf. Wozu verarbeitest du die denn? Die Knochen zu Knochenmehl, weil dann kann Ach ich so. Ja, die können wir ja die Baum wachsen lassen. Ach so, meinst du das gut?
Wäre schon Ja, sehr nett mach von ich dir. gerade. Also wie war jetzt der Trick beim Portal? Muss der Holzblock drinstehen oder? Ich weiß gar nicht mehr. Es ist Boah, ich hab. erst eine Ganz ehrlich, das hilft nicht, wenn ich habe die trotzdem angeschlagen und es hilft trotzdem nichts, wenn du. Ich sterbe hier gleich. Ja, dann hat sich's ja auch erledigt mit dem. Bin tot. Ich habe die nicht trotzdem angegriffen. Okay. Weil, da die sind da trotzdem noch hochgekommen, am Rand sind entlang gekommen. Ach so, okay. Ja, was sollen wir denn da machen? Moment, ich mach schnell Ding. Aber all dich, da liegen noch Goldnuggets rum. Wir brauchen jetzt erstmal Steine. Scheine? Steine müssen wir kloppen. Nein. Hier, klopp. Ich klopp auf der anderen Seite. Boah, direkt zwei Ja, gemacht. natürlich. Genügt doch einer, hätten wir uns darin direkt nach. Weißt du, wie schnell die Holz kaputt ist? Aber ich meine, ist die Truhe in Ordnung? Oh Mann, die Golems, die glitschen die ganze Zeit raus, weil so viele sind. Ich lege meine nochmal als Ersatz zurück. Ah, Apfel, Apfel. Schön. Ich würde sagen, ich habe mein, ich glaube, ich mache jetzt kurz mir schon mal das Portal da vorne. Mach ich bereit. Das ist nämlich ein Zeppling. Hast du noch Knochen mit? Ich habe noch Knochenmehl, ja. Gibst du? Gibst du? Gibst du? Und Gibst setzen her. du? Bah! Bam. Nimmst du den Eimer mit? Habe ich schon dabei. Gut, dann. Warte, Knochenmehl setze ich wieder rein. Damit das gesichert ist, dann können wir noch ein bisschen Holz hier bunkern, damit wir die Dinger haben. Ich habe meine Pickaxe schon, meine Holzpickaxe da Und ein Schwert gesichert. hast du auch. Nee, Schwertlich. Schwert. Nee. Hast du Er nicht. müsste da noch liegen. Wenn wir uns beeilen, liegt er noch. Nee, Moment. Also ich mach dir jetzt mal ein Schwert. Danke. Weil so kann ich dich hier nicht rauslassen. Ah, das Portal ist von einer Seite noch an. Ach so. Okay. Von der anderen Seite ist das irgendwie nicht an. Ja, ist klar. Ah, jetzt ist das auch an von der anderen Seite wieder. Ja, genau. Wow. Also ist jetzt neu, das ist jetzt neu gemacht. Hä? Neues Ach Portal. so. Wo, ganz woanders da, oder? Kacke, ich bin runtergefallen. Nein, schon an derselben Stelle, nur halt, nur schon ein bisschen weiter das gespawnt. Okay, aber dann wissen wir auf jeden Fall, dass. Ja. Also wir brauchen den Lava-Eimer nicht mit reinnehmen. Nee. Also von daher, wenn Und die sind immer noch ein bisschen aggressiv, auf mich zu sprechen. die sind so lange aggressiv, solange sie tot, nicht tot sind. Ja. Warte, ich habe ja auch ein gutes Schwert für dich. Na gut. Egal. Das sieht jetzt richtig dumm aus. Einfach so ein. Ah gut, da sind die alle weg. Na ja, gut. Übrigens, wir haben vier Glaubst und dazu bekommen. Glaubst dann das? Also, wie geht denn das? Weil der Creeper bei hat er was weggesprengt und ein Glowstone. Oh nein, 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 wow, jetzt hätte ich bei einem Eimer da gelassen. Verdammte Scheiße. Oh, der Zombie-Mann ist da. Clean. Oh, wir brauchen unbedingt einen Verzauberungstisch. Ich habe schon ein Dreiviertel Level. Das wäre schon nice, wenn wir jetzt einen hätten. Ja, das war was cooler wäre, wenn es so einen einzelnen Block irgendwo gibt, wo dann der Tisch draufsteht. Das würde mir schon reichen. So, ja, aber jetzt komme ich. Jetzt wird die Rache mein sein. Okay, ich baue den Baum noch ab. Ich bekämpfe sie gerade in der Faust. Tja, du machst es halt wie Chuck Norris. Ich gewinne gerade sogar.
Wir müssen halt nur schauen, dass wenn wir sterben, dass alles oben liegt. Mir ist gerade eingefallen, wenn wir Glück haben, droppen die Zombies vielleicht sogar ein Iron Schwert oder Iron Helm. Echt, mittlerweile. Ja, ist doch so. Die droppen mittlerweile auch Schwerter, die Skelette und so. Ist es nicht Cheaten? Nein. Ist doch eine Cheat, ist doch eine Regel. Und ich habe wieder ein Gold, das dazu bekommen. Jetzt komme ich aber. Das Portal geht irgendwie so auf, so mitten, bam. Möchtest du nicht erstmal den Gold das retten? Ja, kann ich machen. Wenn nicht Gold das, dann. Weißt du, was ich meine? Und mir vielleicht ein Schwert geben. Ja, natürlich. Hinter dir. Ja, das Portal ist schon ein bisschen blöd. Aber immerhin ist das hier auch an derselben Stelle gemacht, gespawnt, ne? Ja, ein bisschen doof, wenn das jetzt an einer ganz anderen Stelle. Wow, die Maschine funktioniert bei Nacht sehr gut, muss ich sagen. Da wären einige Knöpfe drin. Wir Ja? müssen hier nur rumstehen, dann funktioniert das schon wieder, weil die Mobs, die schmeißen sich gegenseitig runter. Hast du eigentlich die Treppe repariert nach oben hin? Ja. Ah, super. War hier mal nicht eine Tür? Nee, oder? Wir hatten mal ursprünglich da unter eine Tür drin. Wie viel müssen wir herstellen? Wie viel? Moment, ich schau mal, wie viel wir brauchen. Okay, wir brauchen 9 Nuggets pro Goldbahn. Also wir benötigen insgesamt 5, also brauchen wir 45. Und 5 haben wir Boah, schon, das. also 40 noch. Nein, wir haben sechs. Hör auf zu reden und arbeite weiter. Quatsch. Mann, das ist eine super Maschine hier, die ich einfach draufhauen. Sehr schön. So soll Und schon wieder einen zu bekommen. es doch sein, oder? Ich mache Das jetzt in den Traum. mal eine Kiste hier vorne hin bei dem Portal, dann können wir nämlich die Sachen gleich immer hier dort einbunkern. Möchtest du das echt auch lagern, wenn die so nah Creepern so sind? Wenn das echt da lagern möchtest? Nee, also nur übergangsweise, damit wir einfach das reinpacken So. können. Weil vorhin wollte ich zum Beispiel in das Ding springen. In. Wie heißt es denn? In das blöde. Sterb doch, sterb In die doch, sterb Opfergrube. doch. So. Die vier. Aber kann ich was zu essen mitnehmen? Ich bin fast tot. Ja, beziehungsweise ich werde jetzt erstmal hier ausplündern. Aber wenn wir so vom Zombie so ein Iron Schwert bekommen würden, ein Iron Helm und so, ist das schon nice. Bei meinem Glück wird mir jetzt wahrscheinlich einer drauffallen, dann bin ich auch tot. Wow, wir haben 19 Gunpowder. Wir könnten jetzt. Wir sollten jetzt. Und 8 Knochen, das ist ja super. Und 5 Pfeile, das ist eine tolle Maschine. Nein, wow, nein, Kacke. Warte. Eines, wenn glitscht. Ich hol dir eh was zu essen dann. Wow, und mega. Weil ich, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich, Nee, weil ich, weil so ich, schnell weil geht ich. das nicht. Bin tot. Ja, dann brauchst du nichts mehr zu essen. Warte, ich gebe dir mein Schwert. Warte, warte, warte. Oder stehst du da dort noch? Nein, ich weiß nicht, geh mal lieber. Weil nicht nur einen glitscht, hätte ich ihn. Ich das Tor hätte ich den Tor mal früher gesetzt. Mann, bekomme ich wieder Tode. Tja, weil du immer so risikoreich leben musst. Wow. Was zum Henker sollen wir mit 9 und mit wie viel haben wir? 39 Gunpowder. Boah, das ist eine richtig geile Maschine, wie viele hier forschen stehen von den. Kacke, jetzt ist da schon wieder eine raus. Wir haben jetzt 51 Knochenmehl. Dann war das auch bald fertig.
Ach ja, Boah, das ist ich eine... wollte den Baum da abbauen. muss sagen, das ist hier eine super XP-Maschine. Wenn man die so noch ein bisschen ausbauen würde mit Wasser. Das ist eine super XP-Maschine. Ja, wenn du willst, kannst du es ja machen. Ja, vor allem Nether, ne? Ja, klar. Ein Guter kann was im Nether. Ja, ey, die haben Goldhelm gedroppt. Was? Goldhelm hat eine Ah, gedroppt. cool. Dann setz ihn gleich mal auf. Nee, das ist mir zu schade. Also, Darum ganz. mit den Tintenfischen sieht's schlecht aus. Dann müssen wir ein bisschen tiefer bauen. Ich baue jetzt mal den Riesenbaum, damit wir wieder Holz haben. Aber wenn es weiter so geht. Und die anderen auch noch was droppen, können wir uns eigentlich in eine richtige Alben oder die droppen auch manchmal. Nein, der Gas ist wieder da. Nein, das Portal ist wieder ausgegangen. Oh, verdammt. Moment. Dann gehe ich jetzt einmal rein und wieder raus und dann müsste es ja wieder an sein, oder? Ja, hoffentlich. Manchmal droppen die auch nur Alben-Blöcke. Wenn wir Glück haben, können wir uns eine Alben-Pickaxe bauen. Der ist ja auch cool. Oh, ich bin fast tot. Oh, wow, toll. Ideal, super, gebaut. Hast du auch zu essen mit? Du kannst ja die Zombie-Dinger essen. Ah ja, dann gib mal. Was? Dann werde ich, dann sterbe ich ja nicht. Nee, 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 du hast nur Hunger. Du solltest halt nur nicht gleich was machen. So. Das Gute ist hier, wir sind hier bald super geschützt mit dem ganzen Obsidian. Ah, das stimmt allerdings. So kann man sich auch einen Bunker bauen. Noch 5 Minuten haben. Wow, die sind alle aggressiv. Alle die sind immer noch aggressiv. Ich bin tot. Frag dich mal Ach. warum. Ich wusste nicht, dass die immer noch. Oh, das zählt nicht. Hast du ihren Geburtstag vergessen? Ein, ich glaub schon. So, ich baue mal hier den Riesenbaum ab. Wie ich diese Gastasse, ne? Ja, ganz schlimm. Am allerschlimmsten, die schlimmsten Mobs hier sind immer noch die Cave Spiders. Da schrecke ich mich jedes Mal zu Nein, Tode. ich runtergefallen, Kacke. Ich schubse mich runter. Wie viele habe ich jetzt eigentlich schon in den letzten Minuten gesammelt? Wie viele Fail-Punkte? Ich glaube ein Dutzend. Ich zähle schon gar nicht mehr mit bei dir. Egal, ich opfere mich für die Sache. Aber irgendwie kommt mir vor, als ob ich mehr verliere. Man soll doch nicht den Abend vor dem Tag, nein, den Tag vor dem Abend loben. So, ich mache mal ein bisschen Kohle, damit wir hier wieder ausfackeln können. Aber ich finde, es sollte auch Punkte geben, wie sehr sich jemand anstrengt. Ja. Also, wie sehr er Zusatzsache dazu beiträgt. Ja, aber wie willst du denn das denn bemessen? Also. Also wenn ich hier mich um die Zombies killen töte und die Spider-Pigs und du da nur drin Die nur rumsitzt. Spider-Pigs. Leider. Also, Na gut. du kämpfst doch gegen Spider-Pigs. Pigmans. Oh, verdammt, es sind überdimensional große Spider-Pigs. Kannst du es übrigens mir ein Schwert besorgen, was man selber nennt? Ja, kann ich machen, Moment. Was kriegt man denn, wenn man sich sehr engagiert und anderen Leuten immer Schwerter macht? Ein Punkt. ja, hier, gut, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir.
Und gleich was zu essen bringen. Moment. Ich soll dir Komm her. das gibt's nicht. Komm Wo her. bist du? Also hier Schwert, hier Essen. Also ey, ich sollte nicht so risikohaft leben. Junge, du musst mehr Äpfel essen. Bei Spinat. Ich bleib zu Hause und mach den Haushalt. Nee. Ich muss jetzt schnell was zu trinken holen, ja, okay. Okay, viel Erfolg. Ja, schau mal, ob ich sterbe oder nicht. Ich setze mich mal ins Wasser, falls ein Enderman kommt. Bis gleich. Bis gleich. Und die Leute können dabei den schönen Himmel angucken und die Sonne. Bei mir ist viel mehr Action. Ciao. Bam, bam, bam. Ciao.